Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It is Siege Time again. Gilde Nummer 2 gegen Halt. Who goes there? Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, ja, das ist eher, also das hat ja nichts mit einem Kampf zu tun. Ich mache das jetzt trotzdem einfach, damit mal wieder ein Video da ist. Also, ja, hier Buttface ist der erste Gegner, gegen den ich kämpfe. 35 Leben, das heißt also, das Ding hier wird jetzt relativ schnell rum sein. Ich könnte jetzt hier den Cubido Bobby spielen. Aber ich spiele lieber den Teufel Bobby, den mag ich einfach lieber. Und dann geht das auch ratzi-fatzi und dann ist das Ding rum. Wie ihr seht, jetzt schon Dr. Bobenstein noch, da kommt noch eine graue Lois auf der rechten Seite. Ja. So. Dann schauen wir rein. Nächstes Match. Nächstes Match. Gegen Michial 5. 61 Leben. Hat hier eine 8er Tina. Oh. Gucken wir mal, was wollen wir, was wollen wir mit dem machen? Was wollen wir mit dem machen? Ja, wir können jetzt einfach mal die Lila spielen. Und dann spielen wir noch den Bobby neben dran und dann gucken wir erstmal, was passiert. Jetzt ist sowieso einmal Kunst bitte schon gleich fertig. Jetzt machen wir das Ding Hank Hill. Und den Running Back Hank. Und jetzt ist Michial 5 Tadic. Match Nummer 2 gegen Michial 5. Nächstes Match. Nochmal Buttface. Mit 35, was ist das eigentlich? Das ist ein Vierer Bob. Okay. Ja, Hank Hill. Dann gleich hier Cigarette Addicts, Feierabend. Cigarette Addicts ist einfach nur crazy. So. Buttface. Drei Karten gespielt. Fertig. So, dann geht's ins nächste Match. Das ist jetzt hier Geek Boy Harry. 64 Leben, ein Achter Sepp Brannigan. Okay. Gucken wir mal, was hier passiert. Ich könnte natürlich noch auf die nächste. Nö, wir machen, haben das jetzt so einfach gemacht. Fertig. Chunky Blast Offs. Fertig. Das war's. Das war's. Noch ein Match. Gegen, wer ist der nächste Gegner? Michial 5 nochmal. Jetzt haben wir zweimal Michial 5, zweimal den anderen gehabt. 10 Leute sind, glaube ich, auf der Insel drauf. Jetzt mal wieder. So, lila noch. Guck mal, betrunkener Peter. Betrunkener Peter. Schaut euch das an. Betrunkener Peter. Oh, ist schon weg. Betrunkener Peter ist schon weg. Machen wir noch die Klobberella hinterher. Und des Worsch. So, noch 5 Matches sind zu spielen. Wer ist der nächste Gegner? Lucky Lou, mal jemand Neues. 75 Leben, 10er Hank. Okay. Kommt mit einem Rollschuhpeter, hat jetzt wenigstens mal zwei Pre-Kombos, auch wenn es hier ganz normal noch nicht fusionierte sind. Aber gut. Ich kann jetzt hier einen Mountain Climber machen, will ich gar nicht. Ich könnte jetzt hier den da machen, den Sexualkunde Peter, das werde ich tun. Jetzt kommt er mit der Tom Landry Middle School. Die ist, also da sehen wir wenigstens mal, das Ding ist wenigstens gemaxt.
in Anführungszeichen, da sind ihm aber scheinbar hier die Gigibats ausgegangen. Und jetzt sehen wir diesen Effekt, ne? Also jetzt mal guckt, achtet einfach mal drauf. Ja, guck mal hier, der hat hier eine Tom Landry Middle School. Und da hat er eine Roller Derby Haley. Ein Fehler, den viele, viele Spieler auch heutzutage noch machen. Ja. Die denken, ich bin auf einer Sportinsel, muss ich Sportkarten reinpacken. Die Roller Derby Haley wird ja nicht stärker als das hier. Die kriegt 25% Bonus drauf. Dann hat die zum Schluss hier 24 Leben und 14 oder 15 Angriff. Und da ist die Tom Landry Middle School hier ja schon besser. Und die kann, da kann wegen so eine Combo drauf gespielt werden. Also völliger Käse, eine Roller Derby Haley oder hier jetzt auch den da. Zwangsweise, also Lucky Lou, wenn du dieses Video siehst, hier, okay, Softball Player Jerome, das macht vielleicht noch Sinn, aber Roller Derby Haley und das andere da ist Käse, weil du hast mit Sicherheit andere legendäre Karten, die schon stärker sind als da deine Epic Pre-Combos. Es gibt stark, also es soll nicht heißen, dass es immer schlecht ist, Epic Pre-Combos reinzupacken, aber in der Regel sind gemaxte Legis halt stärker als das, ja? Auch wenn sie nicht unbedingt Sport sind. So, gucken wir mal weiter. Der hier hat jetzt eine Francine und einen Irek Lobster. Jetzt kommt er mit einer Becky da an. Ich habe hier mal auch eine Sportkarte. Die brauche ich eigentlich gar nicht so wirklich hier momentan. Aber ist auch egal. Ich habe es einfach mal reingepackt. Eine Blurnsball, die ist ja wenigstens gemaxt. Die hat ja hier 53 Leben, 21 Angriff, hat noch Punch und Motivieren und so. Also ist insofern ist die ja nicht schlecht. Ja. So, noch drei Angriffe sind übrig. Und da haben wir jetzt hier, oh, das ist wieder jemand Neues, Angel Eyes, 9er Peter, kommt mit einer Pantry Guns und ein Hank Hill, da sieht man mal wieder die Automatik, also entweder ist die Combo nicht erforscht oder aber, ja, jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, ich kann jetzt das Match schnell beenden, das könnte ich jetzt machen, ne? Oder aber ich sage, ich spiele Dream Gitter, dann ist es nicht ganz so schnell rum. Ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Oh, kommt Angel Eyes mit einem Mittelalter Hank. Okay. Jetzt hätte ich einen Bob Jean, Chef Cat Munchies oder One Man Musical. Aber das One Man Musical ist in der Situation keine gute Wahl. Weil wir sehen, hier ist Hijack drauf, also entführen. Und das Ding würde mich jetzt doch ein klein wenig unter Druck setzen. Deswegen spiele ich es jetzt andersrum. Ich spiele jetzt die Slewback. Darauf spiele ich jetzt Chef Cat Munchies. Die heilt sich wenigstens selbst immer wieder hoch. Dann kommt er da rechts mit Benders oder sie, mit Benders Waffen, Benders Weapons. Und des Wars. Gucken wir mal, wie schaut es jetzt aus aktuell. Wir haben noch zwei Matches offen und es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. 7 Minuten noch, zwei Matches. Und dann haben wir das auch schon wieder rum. Hier gegen 415 Gemini. 58 Leben, 3er Schild, Faustschlag 2. Ein Highschool Bill. Und da, das ist natürlich, der ist auch noch hier zumindest mal gefused. Auch hier wiederum das Ding, wenn du da jetzt irgendwie mal in dein Deck reingehst, da kannst du mit Sicherheit einiges recyceln, was du nicht unbedingt brauchst. Oh, noch ein Highschool-Bill. Haben wir hier so einen kleinen Whale oder was? Mini-Whale ist noch relativ neu im Spiel. Gemini, 415. Da nochmal eine Pre-Combo. Okay. Alles klar. Da kommt er mit einem Brian da ganz hinten an.
Ich muss jetzt aber erstmal, ich muss als allererstes die Highschool-Bills loswerden, weil die machen mir sonst hier echt gleich richtig Rabatz da. Also da muss ich sagen, jetzt aktuell, das war jetzt hier wirklich mal jemand, da kann man auch auf die Fresse fliegen, wenn man jetzt nicht unbedingt aufpasst, ne, und denkt so, naja, der hat wenig Leben, die anderen sind auch nicht so stark und dann kommt er hier mit diesem Deck da an. Das kann auch mal nach hinten losgehen, wenn du da nicht aufpasst. Jetzt so ein Highschool-Bill ganz hinten gespielt wird. Kommen ständig Spielkombos, dann ist er immer auf Slot 4 oder 5. Und dann hast du plötzlich ein kleines Problem. Aber na gut, ist ja alles kein Thema. Hier nochmal Geek Boy Harry, nochmal mit dem Achter Zeb Brannigan. Ich mache jetzt hier einfach mal den Red Rodriguez to Real. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, aber ist mir jetzt auch gerade Jacke wie Hose. Da kommt er mit Göttin der Schönheit. Okay. Okay. Ich habe jetzt hier dafür den Wikinger Peter. Und hier spiele ich jetzt nochmal den Yachtclub vorne hin. Und dann ist Geek Boy Harry auch besiegt. Ja, da haben wir eine 10 von 10 rausgeholt. Und gucken mal ganz kurz. Da waren es echt nicht viele bei denen. Da haben gerade mal 14, 15 Leute mitgemacht. War denn Geek Boy Harry hat mitgemacht. Guckt da, 20 Punkte hat er geholt. Angel Eyes, gegen die haben wir gekämpft. Das ist natürlich dann jetzt halt wieder so ein bisschen der andere, wo wir gesehen haben, der eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Deck hat, hat es nicht probiert. Der hat noch nicht mal gekämpft. Wäre interessant gewesen, wie viele Punkte er gegen uns holen kann. Einfach mal so rein Interesse halber wäre das für mich spannend gewesen. Damit haben wir 6488 Punkte zu 562. Das Match haben wir für uns entschieden. Jetzt gucken wir mal hier in die Liste rein. Plischloss, Quarkmüller, Outlaw, Deke, Andrelo, Dreifuchs, Mark Oliver, 500, Georgios, Schmobi, Dark Foul, Mark Foul, Dale, Knuckster, Wovan, Tim May, Gabriel D, Herr Gleich, 2, James, Ruffy, Simal, Tristan, Ads, Badass, Marunga, Tim Freedy, Oli Z, Josephs, Wheezy, CT Heisen, Lord Universe, Illilililil, Stewie, BBBBB. Keine 8? 8 Matches gewonnen. Okay. 9 Matches, dann ist hier plötzlich nichts mehr und dann 7 Matches. Okay, keiner hat 8 Matches gewonnen. Dann haben wir Player, Juliana, Lethal, Hand Banana. Dreamin' Fox, Max, Elizabeth, Finn the Human, Shashirin, Suarez und Warren Wilson. One Ad Wilson. Okay. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, was gewinnen wir eigentlich? Was kriegen wir denn? Was holen wir denn raus hier? 1000 Steine, 100 Legis, Stones, okay. Das nächste Mal sind wir dann wieder hier irgendwo, vermute ich. Weiß ich nicht, irgendwo ist an der Grenze hier. Okay. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es diesmal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.